müssen einfach nur herausfinden, wo sich dieser Doktor aufhält. Und wenn wir ihn gefunden haben, erledigen wir ihn einfach und dann wollen wir doch mal sehen, ob er noch Cyborgs bauen kann. Hört sich doch überhaupt nicht schlecht an, oder? Hör zu, tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber ich werde auf die Konfrontation nicht verzichten. Außerdem hat der Doktor, von dem du sprichst, die Cyborgs noch gar nicht gebaut. Wir können ihn nicht für etwas bestrafen, das er noch gar nicht begangen hat. Das war Son Gokus Reaktion darauf, wie man mit der kommenden Cyborg-Krise umgehen soll. Ein paar Sekunden vor dieser Aussage sprach Son Goku mit Future Trunks, der ihm sagte, dass in seiner Zukunft so gut wie alle Leute gestorben sind. Son Gokus Reaktion darauf, klar, das Risiko dennoch eingehen und den Gegner bekämpfen. Dieser Son Goku war auch nicht nur eine ganz schön lange Zeit weg, nämlich auf Yadrat. Nein, dieser Son Goku ist ein anderer. Der Climax der Namek-Saga drehte sich darum, dass Son Goku sich damit auseinandergesetzt hat, dass er nicht nur eine menschliche Erziehung genießen durfte, sondern dass auch in ihm die Mentalität eines Saiyajin steckte. Son Goku war der gleiche wie vorher, doch schon ein wenig anders als zuvor. Krillin sprach bei dem Gespräch nach Mesa Freezes Angriff an, dass es gar nicht so schlecht wäre, sich auf die Cyborgs vorzubereiten, denn Vegeta, ein Saiyajin, ist auf der Erde und wenn man Dr. Gero vor dem Erfinden des Cyborgs töten würde, dann hätte Vegeta keinen Grund mehr, einfach nur zu trainieren und es würde zu Saiyajin Saga 2.0 kommen. Auch wenn Son Goku hier gewinnen würde, wird Son Goku das wohl im Kopf gehabt haben, dass durch das Warten auf die Cyborgs Vegeta ein Ziel bekommt und so muss er Son Goku ihn nicht töten. Als Beispiel, wenn sie sich dazu entschieden hätten, Dr. Gero vor dem Erfinden des Cyborgs zu töten, dann hätte Vegeta wenig später wieder die Erde angegriffen, um seine Kampfeslust als Saiyajin zu stillen. So konnte Son Goku noch einige Zeit rausholen. Es liegt nicht in seinem Interesse, Vegeta zu töten. Er ist zu diesem Zeitpunkt ein Super Saiyajin. Das heißt für Son Gokus Mentalität aber nicht, dass er für immer und ewig der Mächtigste sein würde. Vegeta hat er noch nicht abgehakt. Die gute alten Schildkrötenschule brachte ihm das bei. Unterschätze niemals einen Gegner. Apropos, wenn wir schon bei Mutenroshi sind, Son Gokus Saiyajin-Mentalität zeigt sich schon sehr früh, auch wenn der richtige Saiyajin-Reveal erst viel später kam. Mutenroshi nahm am 21. Turnier teil, um so Son Goku und Krillin eine Herausforderung zu geben. Würde Son Goku sein erstes Turnier gewinnen, dann könnte es ihn sehr arrogant machen. Es war nicht nur eine Message für Saiyajins, sondern allgemein für jeden jungen Kerl, um ihm klarzumachen, dass es da draußen immer jemanden geben wird, der das ein oder andere doch besser kann. Deswegen sollte man niemals aufhören zu lernen oder zu trainieren. Wie sich ein junger Son Goku nach einem Sieg beim ersten Turnier entwickelt hätte, ist fragwürdig. Die Arroganz von Saiyajins kennen wir nur zu gut. Was wäre wohl aus einem Raditz geworden, der nicht von Vegetas damaligen Mentalität beeinflusst wäre? Ein Raditz, der wie Son Goku den Martial Artist Weg gegangen wäre, er hätte vermutlich enorm stark werden können. Wir schweifen aber ab. Son Goku wartete also auf die Cyborgs, genauso wie Vegeta. Für die beiden war es ein No-Go, sie vorher zu töten. Son Goku war das Wohl der Erde sehr wichtig. Doch wie schon gegen Vegeta, als er ihn damals die Flucht gestattet hatte, ein Kampf für Son Goku ist ihn dabei wohl noch ein Ticken wichtiger. Außerdem stand er selber vor einer Krise. Son Goku war Super Saiyan geworden und hat den Arsch des galaktischen Imperators versohlt. Was soll danach kommen? Die Cyborgs waren einfach und praktisch gesehen der ideale neue vielversprechende Gegner für Son Goku. Son Goku hat sich zu dieser Zeit sehr viel mit sich selbst auseinandergesetzt, wer er eigentlich ist, was er möchte und für was er kämpft. Doch dieser Arc bringt noch etwas mit sich. Es gehört nicht direkt zur Saiyajin-Mentalität, aber ist wichtig für Goku als Charakter. In diesem Arc wird ihm richtig bewusst, was es eigentlich bedeutet, Vater zu sein. Klar, Son Gohan ist nicht erst seit gestern mit von der Partie, aber vorher hieß es, Son Gohan beschützen und kämpfen. Nun heißt es, mit Son Gohan kämpfen und das entwickelt sich später zu, mit Son Gohan kämpfen, damit dieser stark genug wird, zu siegen. Es ist der Abschnitt, wo Son Goku seinen fatalen Fehler bemerkt. Aber erst nachdem sein Sohn am Rande einer Niederlage gegen Cell war, Son Goku bemerkte, dass Son Gohan nicht so war wie er selbst. Etwas sehr Offensichtliches, doch für Goku war es ein Schocker. Tief in seinem Inneren hat er es vermutlich gewusst, aber verdrängt. Son Gokus Leben kennt nur Kampf. Durch Kämpfe hat er seine Selbsterfüllung erlangt. Es ist nicht nur sein Saiyajin-Körper, es ist auch seine Erziehung. All seine Freunde machte er sich durch den Kampf. Verdammt, selbst Chi-Chi hat er sich während eines Kampfes geklärt. Also technisch gesehen war das schon vorher, aber ihr wisst, was ich meine. Für Son Goku war es das Natürlichste der Welt, dass Son Gohan den Kampf genauso sehr liebt wie er selber. Doch für Son Gohan war das Kämpfen das Gegenteil von dem, was Son Goku kannte. Kampf bedeutete Gefahr, Angst, Bedrohung. Son Gohans erste Konfrontation mit Kampfsport war der Tod seines Vaters durch seinen eigenen Bruder. Kein guter Start. Danach bandete Piccolo ihn wie Dreck. Gut, das musste zwar sein, aber den Spaß durchs Kämpfen wurde ihm damit nicht vermittelt. Erst durch das Beschützen konnte Son Gohan seine Kräfte entfalten und Son Goku konnte durch den Climax von der Cell-Saga gerade stehen und mit Cell seine Schuld begleichen. Son Goku hat mit seinen letzten Worten mehr Elternarbeit geleistet als die meisten Eltern in der richtigen Welt. In Son Gohans größter Stunde des Versagens, wo dieser völlig am Boden war, reichten ein paar Worte seines Vaters. Ich bin stolz. Hey! Das hast du großartig gemacht, Son Gohan. Ich bin stolz auf dich. Pass gut auf deine Mutter auf und sag ihr, dass ich sie liebe. Bitte sie um Verzeihung. Ich werde sie niemals vergessen. Nein, nicht!
Lebe wohl, Son Gohan. Das zu hören von seinem Vater, der den Kampf so sehr liebt, war mehr als genug für Son Gohan. Auch ohne Son Goku konnte Son Gohan den Kampf gewinnen und so zu einem sehr netten jungen Mann heranreifen. Saiyajin-Mentalität ist nicht nur von der Herkunft abhängig, sondern wie in dem Beispiel hier erklärt, auch durch die Erziehung, durch die eigenen Erfahrungen. Bardock ist hier auch ein sehr schönes Beispiel. Den Bardock, den wir aus der OVA kennen, war alles, wie wir uns einen richtigen Saiyajin vorgestellt haben. Ein Son Goku, der auf Planet Vegeta aufgewachsen ist, ohne Opa Gohan und ohne Muten Roshi. Ein Saiyajin, der nur kämpfen möchte und hart rangeht, dem sein Sohn egal ist und nach den Idealen lebt, die wir so von den Saiyajins kennengelernt haben. Die neue Version von Bardock, die von Toriyama, ist der gleiche Art von Mensch bzw. Saiyajin, mit einem Unterschied. Bardock kämpfte, kämpfte und kämpfte, wie sein Saiyajin-Herz eben verlangte. Doch durch Gine kam er an einen Punkt, wo er das Morden satt hatte. Saiyajins sind zwar hungrig nach Herausforderungen wie Vegeta und Goku, doch es kommt darauf an, wie einem das Kämpfen beigebracht worden ist. Durch Son Gokus Lehre und seinen biologischen Hintergrund kam es eben dazu, dass er den Kampf nur lieben kann. Vegeta hatte stückweise von Son Goku gelernt. Für ihn war es vorher ein Mittel, um auszudrücken, dass er der Allermächtigste ist. Durch Son Goku lernt er die Herausforderung, genau wie Goku hat er Gefallen an dem Kampf gefunden. Also diese Konfrontation war für Vegetas Wachstum enorm wichtig. Für Bardock war das Kämpfen immer mit Morden, einem Schlachtfeld und extrem viel Blut verbunden. Es brachte ihn so weit, dass er zur Abwechslung mal nicht töten wollte, sondern jemanden retten wollte. So konnte der kleine Kakarot der Ausmischung von Planet Vegeta entkommen. Wenn man ganz weit gehen möchte, kann man sogar sagen, dass vom Geist her Son Gohan doch ein Vollblut-Saiyajin ist, denn er sieht die Herausforderung nicht im Kämpfen, sondern eher im Lernen. Aber den Weg schreiten wir hier nicht ein, obwohl das für unseren Gohan ziemlich glaubwürdig wäre. Mich hätte wirklich interessiert, wie ein Dragon Ball abgelaufen wäre mit einem Son Goku, der in der Pause zwischen Cell und Buu Saga am Leben wäre. Es wären 7 Jahre, die er mit Son Gohan hätte verbringen können und in dieser Zeit hätte er Son Gohan in aller Ruhe zeigen können, was für Vorteile der Kampfsport eigentlich hat. Das mag er zwar im Raum von Geist und Zeit auch getan haben, aber für den damals noch sehr jungen Gohan war es unmöglich, die richtige Spaß am Kämpfen zu entwickeln, wenn die Bedrohung, nämlich Cell, gerade vor der Haustür steht. Deswegen wäre die Zeitspanne zwischen Cyborg Saga und Cell Saga eben so interessant gewesen. Im Laufe von Dragon Ball sehen wir immer wieder, dass Saiyajins nicht anders können. Genau wie bei der Cyborg Saga wird immer wieder ein sehr großes Risiko eingegangen. Ja, als Bulma gesagt hat, dass man die Cyborgs töten sollte, hat Tenshinhan auch gesagt, dass er lieber kämpfen möchte. Ich denke aber, sein drittes Auge hat ihm ein wenig Genkapazität einbüßen lassen, denn zu dem Zeitpunkt war er sehr weit entfernt von Son Goku und Vegeta. Zugegeben, Tenshinhan Schande, diesen Namen hast du erst nach der Cyborg-Saga bekommen. Deine Kiku-Kanone gegen Cell, die war anders feier. Danke doch mal dafür. Wie kam ich eigentlich von Saiyajin-Mentalität auf Dreiauge? Wie auch immer, zurück zur Mentalität. Ich finde, mit der Saiyajin-Mentalität hat Toriyama etwas gemacht, was viele Mangaka nachahmen wollten. Wenn man eine Geschichte schreibt, ist es immer wichtig, ein gutes Fundament zu haben. Die einfachsten Sachen funktionieren oft am besten. Für komplizierten Plot voller Intrige und so ein Stuff, à la Itachi oder Code Geass, kann man sich Zeit lassen. Nur die Basis muss erstmal sitzen. Und das trifft bei Dragon Ball perfekt zu. Toriyama hat es sich einfach gemacht. Der Konflikt innerhalb der Serie kann extrem einfach geschehen und ist auch immer glaubwürdig. Erst waren es die Turniere, doch später die Saiyajins. Der Cyborg-Zeitreise-Plot funktioniert gar nicht von der Dramatik, wenn ihr euch mal wirklich Gedanken darüber macht. Trunks reist zurück, teilt ihn die schreckliche Zukunft mit und es kommt dazu, dass Dr. Gero vorher aufgehalten wird. Ende. Doch durch die Mentalität von Son Goku und Vegeta passiert das eben nicht, weil sie eben kämpfen wollen. Für Menschen ein eigentlich irrationales Verhalten, für Saiyajins aber völlig normal und der Zuschauer ist invested und hat Lust, diese Story zu sehen, weil er das Ganze eben abkaufen kann. Und auf diese Weise gelang es Toriyama, die Dramatik aufzubauen. Viel besser noch, die Cyborg-Saga ist die, wo Son Goku und Vegeta wohl am meisten Saiyajin sind. Das macht den Konflikt zwischen Vegeta und Trunks auch so interessant. Er ist zwar sein Sohn, aber sie sind so verschieden. Trunks kann nicht verstehen, wie sein Vater trotz der dunklen Zukunft den Kampf wählt. Vegeta hingegen kann das Memmen-Verhalten von Trunks nicht verstehen. Der Kontrast baut den Arc. Trunks lernt den Stolz des Saiyajin und Vegeta erkennt am Ende, was Trunks durchmachen musste. Denn Cell tötete seinen Sohn und Vegeta empfand zum ersten Mal eine Emotion, die er gar nicht kannte. Trauer. Die Emotion, die Future Trunks so geprägt hat, konnte Vegeta am Ende des Arcs nachvollziehen. Und da haben wir natürlich das Zeichen von den beiden, was absolut ikonisch ist. Auch in Broly sehen wir diese Mentalität. Sein Vater Paragus sah seine Kraft nur als Instrument für Rache. Broly hingegen wusste gar nichts vom Kampf. Und da er sowas wie ein Mutant ist, ist es bei ihm ein Spezialfall. Trotzdem, Son Goku sah in Broly kein böses Monster. Er kämpfte mit ihm und zeigte ihm die andere Seite. Der Kampf, der Spaß machen kann. Bei Gokus Angebot am Ende Broly zu trainieren, konnten wir sehen, dass Broly, der nie wirklich
die so viele Emotionen zeigt, sich darauf freut, mit Son Goku wieder kämpfen zu können. Mit Son Goku, Vegeta und Broly haben wir drei Saiyajins, die gelernt haben, was der Kampfsport mit sich bringen kann. Sie kennen positiv als auch negativ Seiten. Wie die Zukunft von den drei wird, kann wohl kein einziger Dragon Ball Fan abwarten.